Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich gehe heute zu Disney on Ice hier in Düsseldorf und ich weiß noch nicht, wie viel ich filmen kann, ob ich filmen kann, aber ich versuche euch mitzunehmen, so viel es geht, von den Eindrücken euch zu zeigen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Es ist nämlich kalt und windig und stürmisch und ich freue mich ganz doll auf die Show und am Ende gebe ich euch noch ein Review sozusagen, wie ich die Show fand. Und ja, bis gleich. So, hier kriegt ihr das Programm für 10 Euro und so eine Tüte kostet 1 Euro. Popcorn gibt es auch in Mickey-Eimern oder Zuckerwatte mit Mickey-Maus-Krone. Sieht sehr cool aus, aber die hole ich mir nicht. Also hier gibt es Olaf Max mit Shaved Ice für 12 Euro. Ich glaube, so einen werde ich mir holen, weil ich das schon immer mal probieren wollte. Noch mehr Merchandise, T-Shirts für Kinder, 15 Euro. Ich finde, das ist okay, aber so qualitativ hochwertig. Gut, es kann auch sein, dass sie sehr verwaschen sind, weil sie immer draußen stehen, aber naja, ist okay. Primark hat, glaube ich, bessere T-Shirts, die ihr euch hier kaufen könnt. Zauberstäbe, die glänzen, die leuchten. Hier habt ihr ein Fernglas mit den Aalen von Ariel. Ganz viele Prinzessinnenfiguren und Olaf. Und ich muss sagen, Belle sieht jetzt nicht so schick aus. Hier habt ihr die Puppen. Aber die gibt es auch im Disneyland. Und hier ist nochmal dieses Eis in verschiedenen Bechern. Also hier habt ihr Belle, Rapunzel, was habt ihr da noch? Ich glaube Frozen, Olaf. Und ganz viel Popcorn. So, hier könnt ihr theoretisch ein Bild machen mit meinem Pappaufsteller von Anna und Elsa. Das Bild ohne Rahmen kostet 10 Euro und mit Rahmen 15. Also ich finde das für Pappaufsteller echt teuer. Es gibt auch noch ein Pua-Hut oder dieses Huhn aus Moana. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, mit Zuckerwatte. Und halt die Krone findet ihr da hinten. Es gibt sogar blinkende Öhrchen für 20 Euro. Die muss ich sagen, leider echt hässlich sind. So, ich muss jetzt ein bisschen von nah filmen, weil hinter mir sitzen Kinder und die möchte ich jetzt ungern filmen. Ich habe mir jetzt das Popcorn hier geholt, das ist die kleine Größe für 5 Euro mit Donalds. Die mittlere Größe kostet 7 und der Popcornbecher mit Mickey-Becher kostet, glaube ich, 12. Ich finde 5 Euro schon viel und es reicht, jetzt ist es gerade unscharf, genau. Den habe ich mir gegönnt. Ansonsten an Merchandise werde ich mir hier nichts kaufen. Genau, und das sind jetzt unsere Plätze. Wir sitzen in Reihe 5 links vor der Bühne. Und ich finde die Plätze eigentlich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich konnte keine Auswahl treffen, weil meine Freundin mir die Tickets geschenkt hat. Aber ja, ich finde es ganz gut. Meine Damen und Herren, liebe Junge und Mädchen, Cabaloud Entertainment heißt Sie willkommen zu einem Non-Stop-Feuerwerk mit den heißesten Disney-Superstars aus aller Welt. Es ist soweit. Disney on Ice präsentiert das zauberhafte Eisfestival. Wir werden das Kumpel, das wir von den Stühlen.
Ich bin keine Kaulquappe.
gar nicht so gut wie das Leben hier unten. Der See kann immer gut sein, wenn er immer wieder voll ist. Deshalb ist nur so gut den Menschen, doch das hast du schwer bereut. Schau deine Welt von dir nach an, ja, du schwimmst und lebst. Und wann muss ich tun, dass du da auch lang sagst, selbst dass du noch mehr schwimmst. Unter dem Meer, unter dem Meer. Thank you.
Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wo kann sie nur sein? Oh, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Haben wir uns schon mal getroffen? Aber ja doch, ich wusste es. Oh, küss sie schon, mach schon, damit der Zauber gebrochen ist. Und außerdem stimmt sein Orientierungssinn überhaupt nicht. Aber
wie wir schon gesagt haben, die wahre Heldin von Mutanui ist diejenige, die Maui davon überzeugt hat, das Herzwort Nefiti zurückzubringen. Ich wette, Sie wissen, wovon wir sprechen, Miki. Aber klar. Also gut, alle zusammen. Wenn ich bis drei gezählt habe, ruft ihr Ihren Namen so laut ihr könnt. Fertig? Eins, zwei, drei. Ich weiß, man hat nicht jeden Tag das Glück, seinem Helden zu begegnen. Du bist nicht mein Held. Okay, okay. Schon klar, was jetzt hier passiert. Kommst mit wahrer Größe noch nicht klar. Schon sehr interessant, so insgesamt. So ein Halbgott ist halb imposant. So auf die Pelle. Was denn? Meinst du hiermit? Hey. Nein, ich segle uns nach Tifiti, damit du es zurückbringen kannst. Wenn du nach Tifiti willst, dann liegt ein ganzer Ozean voller Gefahren vor dir. Ganz zu schweigen von Tenka. Schon mal ein Lava-Monster besiegt. Nein, und du? Ich gehe doch nicht auf eine Mission mit irgendeiner Sterblichen. Ohne mich kannst du das Herz nicht zurückbringen. Nein, Ende der Diskussion. Der Fisch ist gegessen. Du wärst ein Held. Hör zu, Kleine. Ich bin längst dein Held. Tja, vielleicht warst du das mal. Aber jetzt bist du nur noch der Typ, der dir für dieses Herz gestohlen hat. Aber wenn du das zurückbringst, dann wärst du für alle der größte Held. Maui, 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 Maui. Du bist sofort das Held. Wir schaffen es niemals nach Tifiti. Ohne meinen Haken bin ich gar nichts. Das ist nicht wahr. Ohne meinen Haken bin ich gar nichts. Wir sind nur deshalb hier, weil du das Herz ja unbedingt stehlen musstest. Wir sind hier, weil du dem Ozean geglaubt hast, dass du was Besonderes wärst. Ich bin Vajana von Motunui. Du kommst jetzt auf mein Boot. Glückwunsch, Vajana. Segelst über das Meer und bringst das Herz von Tifiti zurück. Der Ozean hat mich ausgewählt. Er hat sich geirrt. Wieso hast du mich hierher gebracht? Ich bin nicht die, für die du mich hältst. Du musst jemand anderen auswählen. Wähle jemand anderen aus. Bitte. Sie dann anfängt zu flüstern, Vajana, du kannst.
weiß, ich liebe meine Insel und ich weiß, ich liebe das Meer. Es ruft mich. Thank you.
die schwebenden Lichter sehen. Mein Blümchen, ich hoffe, du redest nicht schon wieder von den Sternen. Die schwebenden Lichter, sie erscheinen jedes Jahr an meinem Geburtstag, Mutter. Ich muss sie von nahem sehen. Ich muss wissen, was die Lichter sind. Bitte erlaube mir doch, sie schlafen mit den Lichtern ab und zu. Ja, Mutter. Na schön, in 3 Tagen bin ich wieder zurück. Ich liebe dich sehr, mein Schatz. Ich liebe dich mehr. Ich liebe dich am meisten. Tschüss. Ja, tschüss. Meine klitzekleine Krone? Oh nein. Nein, 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 nein. Das ist wirklich voll bitter. Das ist echt bitter. Seht euch das an. Nie kriegen die meine Nase richtig hin. Maximus, schnappt in die Tasse. Kostet es, was es war. Ich kann es nicht fassen!
Ich habe es getan. Mutter wird sehr wütend sein. Wuhu! Der beste Tag aller Zeiten. Hui! Aha. Ich hoffe, du bist hier, um dich zu entschuldigen. Und jetzt sitz. Sitz. Halt ich das aus? Oh, du bist so ein feiner Junge. Ein ganz lieber. Hey, es reicht. Das ist ein blöder Gaul. Oh, er ist zauberhaft und ganz entzückend. Hab ich nicht recht. Maximus? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Heute ist sozusagen der wichtigste Tag meines Lebens. Und die Sache ist die, ich fände es ganz toll, wenn du ihn nicht verhaftest. Und ich habe heute Geburtstag. Nur, dass du es weißt. Hey, Flohschaukel, dürfen wir kurz? Ich habe ein kleines Geburtstagsgeschenk für Rapunzel. Moment, ich habe auch etwas für dich. Ist das meine Tasche? Ich hätte sie dir schon längst geben sollen, aber ich hatte einfach Angst. Und weißt du was? Jetzt habe ich keine Angst mehr. Oh. Weißt du, jedes Jahr, seit 18 Jahren, lassen der König und die Königin und alle Bewohner des Königreichs die Laternen aufsteigen und träumen davon, dass ihre geliebte Prinzessin sie sieht und nach Hause kommt. Die Laternen! Nur an meinem Geburtstag! Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Traum endlich in Erfüllung geht. Ich bin die verschwundene Prinzessin! Da, sieh es dir an. Jeden Tag sah ich aus dem Fenster.
Ich habe schlichtweg zu viele Talente zur Auswahl. Singen, rülpsen und so zu stehen. Du bist in allem der Beste, Gaston. Du Kopf hoch, du musst dich zusammenreißen. Na Gaston, wie ist es
also, Charlie. Hallo. Oh, ach du meine Güte. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir wollen dir nichts Böses, mein Kleines. Aber... Mademoiselle, kommen Sie hier ran. Ja, halt! Der Herrmann ist nicht dull, untersteht dich. Aber mein Lieber von Ungo, dies könnte doch durchaus das Mädchen sein, das uns von diesem schrecklichen Fluch befreien kann. Das Mädchen! Warum bist du hier gekommen? Ich hatte nichts Böses vor. Was ist mit dir los? Herr, habt ihr daran gedacht, dass dieses Mädchen vielleicht diejenige ist, die den Zauber löst? Natürlich habe ich das. Sag doch etwas zu ihr. Man wird dir in der oberen Etage ein Zimmer errichten. Du kannst gehen, wohin du möchtest. Ausgenommen in den Westflügel. Was ist der Westflügel? Der ist verboten! Verboten! Meine Güte, das war aber kein besonderer Erfolg. Bonsoir, ma chérie. Irgendetwas für tun können, um ihren Aufenthalt hier angenehmer zu gestalten. Ich bin ein klein wenig hungrig. Nein, wirklich, hört ihr das? Sie hat Hunger. Ma chère Mademoiselle, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz. Wir präsentieren das Esszimmer. Ihr Dinner sei hier. Gast, seid ihr Gast, wir bedienen oder hast. Die Serviette und den Hals, Cherie, dass du dir nichts verpasst. Zum Bijou, Interieur, bitte hier, hier zu nehmen. Versuch mal das noch nicht. Gerichtet her und auf dem Flair, mein Kollege, ich kann nachher.
Worte. Der Westflügel. Was gibt es hier schon Besonderes? Yeah.
Hier steht, als nächstes tritt ein super talentierter Eisblockhändler auf. Auf, wir verkaufen Eisblöcke im Königreich Arendelle. Und da gibt es jede Menge Eis. Das ganze Königreich in einem ewigen Winter eingefroren ist. Lasst uns den super talentierten Eishändler mit einem großen Applaus erwärmen. Und ebenso sein nicht minder talentiertes Rentier. Hier sind Christoph und Sven. Verkaufen ist so, als würde man Sand in der Wüste verkaufen. Ich würde dir Eis abkaufen. Deswegen bist du ja auch mein Freund. Wer braucht die Menschen überhaupt? Rentiere sind besser als Menschen. Sven, was sagst du dazu? Ja, Menschen sind grausam und gar nicht behutsam. Jeder von ihnen ist schlecht, doch nicht du. Danke, Kumpel. Wie wär's mit ein paar Karotten und Schluss für heute? Elsa? Elsa! Elsa, ich bin jetzt Anna, deine Schwester, die ganz bestimmt nicht wollte, dass du den Sommer einfrierst. Es tut mir leid, es ist alles meine Schuld. Irgendwas sagt mir, du bist nicht oft in der Natur. Ich? Wer bist du überhaupt? Christoph. Und das ist Sven. Ich bin Prinzessin Anna von Arendelle. Du hast hier nicht zufällig irgendwo eine andere junge Frau gesehen? Eine Königin vielleicht? Du meinst die Königin, die diesen gigantischen Schneesturm fabriziert hat? Ja. Die ist Richtung Nordberg gegangen. Zum Nordberg? Du musst mich dahin bringen. Warum? Also, es fing irgendwie alles am Krönungstag an. Ganz reale Menschen werden unsere Gäste sehen.
ehrlich gesagt. Prinz Hans von den südlichen Inseln. Prinzessin Anna von Arendelle. Prinzessin? Milady? Das ist jetzt peinlich. Nicht ihr seid peinlich, aber nur weil wir... Ich bin peinlich. Ihr seid toll. Warte, was? Darf ich jetzt einfach mal was ganz Verrücktes sagen? Ich mag verrückte Sachen. Auf dem Leben stand ich schon vor verschlossenen Türen. Doch ich wusste, hinter einer bist du. Ich weiß genau, was du meinst. Hör zu. Schon mein ganzes Leben suchte ich nach dem Sinn. Ich nehme nur mal das Gerät in der Schokolade. Gelb und Schneeblau, das geht gar nicht. Stimmt.
doch, oder? Nein! Du bist großer Schrott. Ich will das denn nicht. Plötzlich ganz schön dunkel für die Jahreszeit, oder? Na schön, warte eine Sekunde. Oh, danke schön. Wollen wir nochmal von vorn anfangen? Hallo, neue Freunde. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Olaf. Natürlich, ja. Olaf. Olaf, hat Elsa dich gebaut? Ja, wieso? Weißt du vielleicht, wo sie ist? Ja, wieso? Ich sag dir wieso. Elsa muss für uns den Sommer zurückholen. Den Sommer? Oh, ich weiß auch nicht wieso, aber ich war schon immer ganz fasziniert vom Sommer. Und der Sonne, wenn's so richtig heiß ist. Ach wirklich? Du hast bestimmt noch nicht sehr viel Erfahrung mit Hitze. Nö, aber manchmal, da schließe ich einfach meine Augen und dann stelle ich mir vor, wie es wohl wäre, wenn der Sommer käme. Oh. Wiese wie ein Kind und ich will tun, was der Schnee so tut im Sommer. Ein Drink in der Hand, mein Stehkörper liegt im heißen Sand. Ich bin wahrscheinlich ganz knackig braun im Sommer. Wir müssen Elsa finden.
ein Teil von mir. Wieso? Oh, ich weiß wieso. Komm schon!
wahr? Ich habe versucht, sie zu retten, aber es war zu spät. Deine Schwester ist tot. Und das ist deine Schuld. Thank you.
So, meine Lieben, ich bin jetzt wieder zu Hause, wie ihr vielleicht sehen könnt, an dem Hintergrund. Bin auch sehr müde. Ja, ihr merkt es schon. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht mehr ganz auf der Höhe bin. Aber ich möchte euch gerne noch die Beurteilung, also meine Meinung zu Disney on Ice geben. Wie gesagt, meine Freundin hat mir die Tickets geschenkt und alles in allem fand ich es eine sehr, sehr schöne Show. Es gab hier und da Sachen, die ich nicht so gut fand. Allgemein die Show mit von Rapunzel. Es ging, ich fand Rapunzel sah auch sehr künstlich aus mit ihren Haaren. Das hat mir nicht gut gefallen. Was mir auch nicht gut gefallen hat, war die Mundsynchro zu den Songs. Natürlich, Disney on Ice ist international unterwegs. Und wenn alle Schauspieler oder alle Eiskunstläufer die jeweilige Sprache lernen müssten, wäre das sehr viel verlangt. Aber man hat teilweise bei den Songs schon gesehen, dass die Mundsynchro überhaupt nicht zu den deutschen Songs gepasst hat. Das ist mir noch ein bisschen negativ aufgefallen und oh, ich muss sagen, Olaf sah so creepy aus. Es sah aus wie so ein Olaf, den du in irgendeinem Einkaufszentrum treffen kannst. Also nicht den Disney-Olaf, den ich aus dem Disneyland zum Beispiel kenne. Der ist viel, viel schöner. Also das waren so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Aber allen in allem, Also allgemein gesagt, ich fand es wirklich eine tolle Show. Die Stimmung war gut, viele haben mitgesungen und ich musste mich auch etwas zurückhalten fürs Film. Aber ich habe so meine Lippen ein bisschen bewegt immer. Also es war eine schöne Stimmung, eine schöne Show, viele unterschiedliche Filme. Was hatten wir dann jetzt? Wir hatten Vaiana, wir hatten Rapunzel, wir hatten Ariel, Schön und das Biest und Frozen. Also eine bunte Mischung aus von allen möglichen Prinzessinnen, für jeden etwas dabei. Und ich würde es jedem empfehlen. Ich glaube, dieses Jahr ist es nicht mehr in so vielen Städten. Vielleicht kommt es ja nächstes Jahr zurück oder in den nächsten 2 Jahren, wer weiß. Aber auf jeden Fall kann ich es wärmsten empfehlen, wenn ihr die Gelegenheit habt, schaut euch die Show an. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Muah.